Ei, gute wie, Hof Bergmann 1-4 hier im LS22. Und ja, der erste der beiden Felder ist ja zum größten Teil schon abgeerntet. Aber der Anhänger ist voll. Wir können nicht weitermachen. Wir müssen hier einmal schön die Plane zumachen und das Ganze mal wegbringen. Und dann sehen wir hier auch, 30.000 Liter passen in das Anhängerchen rein. Also. Ja, ist im Vergleich zu dem kleinen Anhänger, den wir haben, mit 8.000 Liter ja doch ein klitzekleiner Unterschied. Ich würde jetzt sagen, den ersten Anhänger, den fahren wir auf jeden Fall erstmal zum Getreideschrot machen. Denn wir können ja auch mal gucken, wie viel haben wir denn noch? Steht das hier drin? Getreideschrot. Naja, 12.000 Liter haben wir sogar noch. Ist also gar nicht so wenig. Da können wir noch einiges an Futter herstellen mit. Aber ja. Früher oder später brauchen wir wieder. Und deswegen, ich hätte gesagt, wir machen hier nochmal eine Ladung nach. Und ja, den nächsten Anhänger, der kommt dann zum Malzen. Also sprich, da machen wir Malz draus und ja, da müssen wir gucken. Zum Brauen müssen wir Malz dann auch schroten. Ne? So war das doch. Dann könnte man danach das vielleicht sogar noch überlegen, dass wir dann aus dem Malz schon Malzschrot machen. Und ja, ich gehe von aus, dass es auch noch einen dritten Anhänger gibt. Der wird halt nicht mehr ganz voll werden, ja. Aber ich gehe davon aus, es wird einen dritten Anhänger geben. Und da muss ich nochmal gucken, ob ich den dritten dann eben vielleicht auch Malz draus mache. Oder ob ich den vielleicht einfach nur ins Hofsilo kippe und sage, boah, das heben wir uns mal auf. Und gucken, wofür wir es irgendwann brauchen. Oder verkaufen es auch einfach als Gerste. Oder was wir genau damit machen. Da müssen wir dann halt mal gucken. So. Da. Dann hier müssen wir abbiegen. Da haben wir die Kornmühle. So. Wir ändern mal auf Abkippen links. Ach ja, hier war ja nur die Dusche. Abkippen ist da. Hätte ich gar nicht so weit ausholen müssen. So, einmal da schön abkippen. Warte, ich frage mich, warum er zum Abkippen, warum da immer die Plane vom Spiel runtergenommen wird. Er kippt doch nicht oben raus, er kippt doch hier unten raus. Da kann doch die Plane draufbleiben. Also. Das ist sowas, vielleicht ist das im nächsten LS dann mal anders, weil das finde ich manchmal schon ein bisschen seltsam. So, moin Meister. Ich hab da mal ein bisschen Gerste angebracht, die kann geschrotet werden. Hier müssen wir das machen, genau. Einmal aktivieren. Und ja, wir holen das Schrot dann später ab, ne? Macht gut. Alles klar. Der arbeitet. Wir können hier wieder zum Feld fahren. Und ja, ich wollte dann ja auch mal noch ausprobieren. Also Gerste müssten wir eigentlich auch in Big Bags packen können. Das heißt, wenn wir Gerste übrig haben, könnten wir die halt wirklich ins Hofsilo. Da ich dort, wenn der Weizen irgendwann mal leer sein sollte, könnte ich dann die Gerste als Hühnerfutter in Big Bags packen. Und ich wollte ja noch ausprobieren, ob wir den Kompost in Big Bag. Wahrscheinlich geht es nicht. Wäre vermutlich auch ein bisschen seltsam. Aber ja, probieren tun wir es trotzdem mal.
Wenn das geht, dann könnten wir das auch einfach als Big Bag verkaufen. Ansonsten, also unser Kompost müsste ja so langsam fertig sein. Ansonsten können wir den dann halt eben, ja, wieder so in den Anhänger schaufeln, so wegbringen. Wir fahren mal gerade vorbei. Gucken mal, ist er wirklich schon fertig oder braucht er noch ein bisschen? 3, theoretisch könnten wir ja auch noch Kompost aus dem Garten mit dazu nehmen. Denn wenn ich da dann wirklich anfange zu mähen, dann kommt da ja auch noch dazu. So, schauen wir mal. Ah, na, 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 na. Ja, Gärenkompost 100%. Also, das ist fertig. Das könnten wir wegtransportieren dann. Oder halt natürlich, wie gesagt, man könnte es ja auch selber als Dünger nehmen. Nur, dass ich den Streuer dafür nicht habe. Und ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, um damit auf ein Feld zu fahren und damit zu düngen, ist es auch ein bisschen wenig. Ich glaube, da bräuchte man mehr. Wo wir eher dann mal gucken könnten, wäre, dass wir Gülle zum Düngen nehmen. Denn ich glaube, bei den Kühen, da ist da schon. Aber wir haben übrigens auch Kälbchen inzwischen, stimmt. Ja, hier, es wird nämlich so langsam voll. Da müsste man mal gucken, dass wir da wegkriegen. Bei den Schweinen ist Gülle ja noch überschaubar. Aber bei den Kühen, da haben wir doch schon ein bisschen was. Und guck mal da, da haben wir unsere Kälbchen. Da sind sie. Ja, die könnten wir jetzt natürlich rausnehmen und könnten die hier in die Kälbchenstelle rein. Man muss aber nicht. Man muss nicht. Ich werde mal gucken. Wir haben ja hier so einen Tiertransporter. Damit müsste das ja eigentlich funktionieren. Ob ich aber alle, vor allen Dingen, ich weiß nicht, in die Iglos, wie viel passt denn da rein? Da passt je immer ein Tier. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir könnten sowieso maximal 8 Tiere von unseren 20 Kälbchen. Wir könnten eh nicht alle darüber. Aber es wäre halt eine Idee, eine Überlegung, dass wir das machen. Ob ich da jetzt wirklich 8 oder ob wir sagen, ach komm, wir machen nur mal so 2, 3, dass wir uns das anschauen. Also der Nachwuchs, der ist auch, meine ich jetzt, diesen Monat erst gekommen. Also der ist eh noch ganz frisch und ja. Da können wir dann nach der Ernte schauen, ob ich da was mache oder nicht. Erstmal jetzt fertig ernten. So. Aber ja, läuft doch schon mal ganz gut. Vor allen Dingen 30.000 Liter schon fertig. Ja, Schrot bekommen wir was weniger raus. Ich glaube, es war immer. War das 1, 1,5 zu 1? Ich glaube, aus 1,5 Getreide wird ein Schrot. Das heißt, wir würden aus den 30.000 Liter Getreide, die wir jetzt da reingekippt haben, würden wir dann 20.000 kriegen, ne? Ja, würden wir 20.000 kriegen. Das wäre auf jeden Fall ja auch schon wieder ordentlich was an Getreideschrot. Ich glaube, da brauchen wir auch tatsächlich erstmal nicht schroten. Das reicht uns eine ganze, ganze, ganze Weile. So, komm, machen wir Tempomat mal mit rein. Der Drescher hat auch gleich seine erste Betriebsstunde. Und ja, wenn ich auf den Spritstand von dem gucke, also ich glaube, der ist dann auch nicht nach den zwei Feldern so gut wie leer. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie war das mit dem Fahren? Musste ich den sogar zwischendrin tanken?
weil er sonst die zwei Felder gar nicht geschafft hätte. Es war auf jeden Fall irgendwie, ja, es war ein entweder fast ein Tank oder sogar etwas mehr als ein Tank, die Waffe brauchte. Da ging schon gut was weg. Und das, obwohl die Felder hier ja gar nicht so groß sind, der Tank war halt mega klein. Ich meine, mit den Kanister, die ich hier drin habe, wäre das jetzt auch kein Problem. Mit denen kannst du ja auch mal schnell, gerade wenn du eh so einen kleinen Tank hast, mal eben schnell ein paar Liter am Acker dazugeben. Aber ist natürlich trotzdem schöner, wenn man ein bisschen länger dreschen kann, bis der Tank leer ist. Wir können ja kurz vergleichen. Wir sind ja hier auf der Bahn ein Stück unterwegs. Was hatte der? Der hatte 150 Liter, hatte der aber auch schon. Okay. Der hier hat 350. Okay, 200 Liter mehr. Also der Tank ist auf jeden Fall was größer. Gut, der hier wird vermutlich auch ein bisschen größeren Spritverbrauch haben. Aber ich denke mal, es wird auf die Arbeitsstunde gesehen ein bisschen länger halten. So. Bald geschafft den ersten Acker. So, dann würde ich sagen, komm, damit das Video, wir haben ja im letzten Video genügend Dreschen drin gehabt. Ich mach mal die Kamera aus und dann lassen wir hier mal ein bisschen schneller durchlaufen. Also dann viel Spaß. Ist doch der Acker auch schon fertig. Dann haben wir nur noch einen. Und der ist ja quasi schon angefangen durch das Vorgewende, was wir da gleich mitgemacht hatten. Schön, 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 schön. Ja, ein bisschen was ist im Anhängerchen auch schon wieder drin. Röhrchen einfahren. Und ja, dann mache ich fleißig den Acker weiter. Ich glaube aber tatsächlich, ich werde den GPS-Kurs, den speichern wir mal doch ab. Wenn ich den später von der Ausrichtung doch ein bisschen anders brauche, kann ich ihn dann ja nochmal ändern. Und Vorteil ist, wenn ich den jetzt abspeichere, ich hatte ja überlegt, mir Ballen dann zu pressen. Dann könnte ich... Oh, aber warte mal, welche Felder sind das? 5 und 6 war das. Dann könnte ich später nämlich für die Ballenpresse, könnte ich dann ja auch hier das Ganze nehmen.
So, das ist dann Feld 5, 6. Dreschen. Mit dem New Holland. So machen wir das. Flop. Da ist er gespeichert. Dann haben wir den schon mal drin. Und wie gesagt, dann können wir mit dem Traktor können wir den Kurs aufnehmen. Und können dann einfach sagen, hier auf dem Kurs langfahren beim Pressen. Und dann ist die... Dann sollte zumindest die Presse immer genau auf der Schwart auch drüber laufen. Wenn ein paar Krümmel mal, wenn irgendwo die Schwart ein bisschen breiter geworden ist und ein paar Krümmel liegen bleiben, das wäre ja jetzt auch nicht so tragisch. Hauptsache, wir erwischen den größten Teil vom Feld. Und ja, wenn dann nachher, keine Ahnung, 10% Ballen verloren gegangen sind, weil wir dann eben doch noch ein paar Krümmel liegen haben, ja, mein Gott. Das ist immer schwer für einen Monk, aber eigentlich sollte man das nicht so eng sehen. Eigentlich kann man das verkraften. Und ist dann beim Grubber schön als Dünger wieder im Boden drin. Auch wenn es hier so nicht gezählt wird, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich doch. So. Die Bahn war ein bisschen mager, aber da hatte ich das Schneidwerk natürlich auch ein bisschen außen über gestanden. Da sollte wieder ein bisschen mehr dann rauskommen. Und durch das diagonale Feldende wird ja auch jetzt jede Bahn, oder von Anfang an im Prinzip, jede Bahn Stück für Stück kürzer. Und ihr seht, mit 4 Bahnen und dann abbunkern, das kommt ganz gut hin. Es ist zwar noch Platz im Korntank, aber nicht für 2 weitere Bahnen. Also ich bin mir sicher, dass ich inzwischen sind die Bahnen kurz genug, dass ich noch eine weitere reinkriegen würde. Aber toll, dann ist mein Drescher am anderen Feldende voll, wo kein Anhänger steht. Deswegen dann doch lieber nach 4 und dann muss ich nicht voll extra nochmal hier rüberfahren. Dann machen wir das lieber so. Und ja, hier am Feldende fahre ich immer noch mal so ein Stück rückwärts, damit das Stroh nicht hier über Kreuz liegt, sondern dass einen sauberen Abschluss gibt. So, Hecke, Hecke, Hecke. Da muss man noch ein bisschen weiter rüber. So, nächste Bahn. Und ich würde sagen, ja, ich dresche dann mal eben noch schnell den Acker fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Sollte der Anhänger voll sein, ihr wisst ja, ich bringe ihn, um das Ganze dann eben, ja, wie ist das? Wenn wir Malz draus machen, das ist so eine Art Rösten, ne? Da wird dann das Korn geröstet und ja, dann, was wir mit dem Malz genau machen, das müssen wir dann mal noch schauen. Aber ich bringe es dann eben erstmal dorthin. Und ja, der letzten Anhänger, den werden wir dann in der nächsten Folge gucken, ob wir ihn irgendwo hinbringen oder ob wir ihn einfach ins Hofsilo werfen. In dem Sinne, danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.